So, willkommen zu Verkehrssystemtheorie, Aufgabe 1.3e. Wir sind halt immer noch dabei, unsere Erlend-K-Verteilung halt zu berechnen. Wir haben in der Aufgabe D unsere Schätzer ermittelt und wollen jetzt daran gehen, unsere theoretische Verteilung zu berechnen. Da hatten wir die Formel dazu, die ich nochmal hinschreiben werde. Wir hatten eine Erlend-3-Verteilung. Und jetzt erstmal nochmal zur Theorie. Also wir hatten das Lambda berechnet. Das war 0,0767. Na, K hatten wir berechnet mit 3. Also es war 2,92 und das war gerundet 3. Die allgemeine Formel für die Erlend-K-Verteilung lautet wie gefolgt: Groß F von x ist gleich 1 minus e hoch minus Lambda x mal der Summe i gleich 0 bis k minus 1 und Klammern Lambda mal x hoch i durch i Fakultät. Jetzt hatten wir eine Erlend-K3-Verteilung, bedeutet nichts weiter, dass wir als Formel zu stehen haben, f von x ist gleich 1 minus e hoch. Ich lasse das Lambda erstmal so als Parameter stehen, da das jedes Mal die 0,0767 hinschreiben. Machen wir gleich. Also Minus. Dieses Minus im Übrigen bedeutet halt auch nichts weiter, als dass es 1 durch e hoch Lambda x ist. Also das bedeutet dieses Minusnummer im Übrigen. Das ist ganz praktisch, wenn man das weiß, um, sage ich mal, das besser in seinen Taschenrechner eingetippen zu können. Also gehen wir weiter. Steht dort also mal Klammer auf, na, hoch 0 und 0 Fakultät ergibt immer dann 1 plus, na, das wäre dann Lambda mal x und plus Lambda mal x in Klammern zum Quadrat durch 2 Fakultät. 2 Fakultät ist 2 mal 1. Na, die 1 können wir weglassen, also steht hier 2 drin. Gut, das jetzt zur allgemeinen Formel. Und jetzt wollen wir halt in den jeweiligen Klassen halt wissen, wie viele dort zu erwarten werden, also wie viel Prozent bei der theoretischen Verteilung. Das bedeutet also, dass wir nicht unsere beobachteten Werte hier einsetzen als x, sondern wir müssen natürlich die Klassenobergrenze einsetzen. Also für den ersten Wert wäre das f gleich 12,5 in Klammern 12,5, dann würde dort stehen, ist gleich 1 minus, ich schreibe es mal so, wie es halt wie es halt für viele übersichtlicher wäre oder das auch besser erkennen, e hoch zu minus jetzt Lambda, das Minus haben wir ja dadurch schon zurückgeführt, mal 12,5. Und jetzt nicht irgendwie hier vorher probieren, den Term schon ausrechnen. Immer bedenken, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Also steht dann hier mal 1 plus Lambda x, also die 12,5.
Die Lambda sind natürlich die 0,0767. Ich bin jetzt nur gerade. Jetzt möchte ich hier nicht alles halt hinschreiben mit so kleinen Werten. Plus in Klammern Lambda mal 12,5. Klammer zu zum Quadrat durch 2. Und da kommen wir auf den ersten Wert von 0,0729. Gut. Okay, dafür habe ich jetzt eine Tabelle wiederum vorbereitet. Also der nächste Wert, den man hier einsetzen würde, wären dann 12 mehr, also 24,5. Und dann würde man das genau dasselbe halt ausrechnen. Okay, dann gebe ich euch jetzt gleich die Werte. Dafür, hier habe ich nochmal die Tabelle vorbereitet, um das noch zu verdeutlichen. Also hier in der ersten unser Laufindex, dann Klassenobergrenze, ich habe sie mal mit x-ober, also ob, halt abgekürzt. Hier wird unsere theoretische Verteilung, die Werte halt reingehen. Das sind natürlich prozentuale Werte, wie weit wir halt vorangeschritten ist. Also bedeutet das von 0 bis 12,5, um diese 0,0729 mal zu interpretieren, bedeutet, dass wir 7,29% aller Werte halt abdecken und dann in der nächsten Klasse wäre das dann für, wären es dann bei 0,2907 und das sind natürlich nichts weiter als 29,07%. Heißt im Klartext, dass 29,07% wahrscheinlich ist, dass ein Wert in den ersten beiden Klassen halt ist. So viel erstmal zur Interpretation. Okay, dann schreiben wir jetzt die Werte auf. Das ist nochmal ein bisschen kleiner. Und das Programm gestartet. Okay, dann haben wir für den ersten Wert, hatte ich es schon angegeben, haben wir hier 0,0729. Jetzt der theoretische Verteilung, das ist ja unsere, das Ganze in Prozent. Und wenn wir das Ganze mal unserem gesamten Werten, also die 120 Werte halt benutzen, dann kommen wir halt auf theoretisch gerundete Werte. Dann werden wir hier quasi 0,0729 mal 120, da kommen wir auf 9. Und hier kommen wir halt, müssen wir rechnen, der vorangegangen, also die nachfolgende Stufe minus der vorangegangenen Stufe, da wir es 0 haben, kommt hier auch eine 9 hin. Okay, dann haben wir den zweiten Wert. Da haben wir dann 0,2907. Na, da sind jetzt 35, also 0,2907 mal 120 kommen wir auf 35. Und wenn wir die theoretische Häufigkeit, also HI, haben wollen, müssen wir jetzt 35 minus 9 rechnen, dann kommen wir auf 26. Gut. Und das geht jetzt so weiter. Ich werde jetzt mal die Werte halt draufschreiben, 0,53. 0,4 bedeutet, wir haben ja hier schon über 53% ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine beobachtete Sache halt in den ersten drei Klassen halt drin ist. Gut. Dann haben wir jetzt hier 64. Und dann kommen wir auf 29. Dann kommen wir hier auf 0,6.
7179. Haben wir schon bei 86, sind insgesamt 22. Ja, 22. Okay. Dann 0,8416. Da kommen wir auf einen Wert von 101. Da haben wir dann den Wert 15. Okay, dann der nächste ist 1, 2, 3, 4, ja, wir sind bei 6, richtig, sind 0,95564 sind 114 und das sind natürlich 13 Stück. Denn der nächste Wert ist bei 0,97782. Dann sind wir bei 117. Da sind es halt auch nur noch drei Werte. Dann haben wir 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huch, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich. Erster Wert war 0,0729. Also gehen wir nochmal von vorne. Also der erste Wert ist 0,0729, richtig. 0,2907 richtig, 0,5304 richtig, 0,7179 richtig, 0,8416 richtig, 0,... hier ist der Fehler. Verzeihung. Nur noch mal kurz wegmachen, also bei drei Werte. Ja, und hier die beiden. Okay, nochmal, also dann steht hier 0, entschuldige mich nochmal, 0, dann haben wir 110 und dann sind die Werte hier nämlich auch nicht korrekt. Das sind dann natürlich hier 9, dann ist der nächste Wert 0,959564. Sind wir hier bei 114, das sind dann nur noch 4 Stück. Dann 0,9782 sind wir bei 117. 117, das ist nur noch 3 und 0,989893
Dann sind wir bei 119 und nur noch bei 2. Und jetzt so rund 1, also da sind 0,9949 sind 120 und damit nur noch einer. Gut. Das war's. Erstmal zur theoretischen Verteilung. Und zur Aufgabe I. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne mailen.